Hallo Videofreunde, heute mal ein kleiner Webtipp für alle, die selber mit Audio und Video was am Hut haben und selber als ein paar YouTube-Videos machen. Ich bin letztens auf der Suche nach Background-Loops für Videos über diese Firma hier aus Halle an der Saale gestolpert. Und zwar bieten die unter ihrer Webadresse movietools.info Free Video Loops an. Das heißt, die könnt ihr runterladen und für eure privaten Videoprojekte verwenden. Und da sind echt ein paar coole Beispiele, die man runterladen und verwenden darf. Man kann sie sich vorher anschauen, indem man die hier mal anspielen lässt. Und kann sie sich dann hier eben als kleines QuickTime-Movie-File oder Windows-Media-File downloaden und in seine eigenen Projekte verwenden. Es sind so einige oben, die man kostenlos verwenden kann. Ich glaube, es sind so um die 50 Stück. Und vielleicht ist dafür das ein oder andere Videoprojekt was Interessantes dabei. Also ich habe auch ein paar Sachen zum Spielen gefunden. Zum Beispiel hier diesen Maya-Kalender, wo ich in meinem Armageddon-Video verwendet habe. Ist ganz lustig. Oder hier Weihnachten steht vor der Tür, da will vielleicht der eine oder andere noch ein Weihnachtsvideo gestalten. Habe ich natürlich auch schon eins vorbereitet, werden wir auch nochmal hochladen. Und ja, finde ich ein echt cooler Zug von den Jungs hier, so ein paar ihrer Werke gratis zum Download anzubieten. Es gibt auch extra den Hinweis dafür im Forum, da hat jemand danach gefragt, ob man das denn auch für die YouTube-Videos verwenden darf. Und da hat dann einer der Administratoren hier geantwortet, dass das natürlich in Ordnung geht. Und wenn ihr die Dinger dann wirklich cool findet und sagt, ey, da brauche ich noch mehr davon, machen wir natürlich noch ein bisschen Werbung für einen richtigen Shop, nämlich unter movietools.biz. Da kann man sich natürlich dann die ganzen professionellen Pakete danach auch kaufen. Und die sind dann eigentlich nicht einmal so teuer, wie man hier gerade mal sieht. 36 High Definition Loops. So im Monitor-Studio-Style für $16,95. Ey, das geht. Habe ich schon teurer gesehen, ne? Flaggenpacks, ne? Vom Feinsten. Also schaut da mal rein. Ich werde drunter alles verlinken. Und hier HD Broadcast Series. Ganze Sets gibt es hier, ne? Das ist natürlich dann schon ein bisschen professioneller. $50. Aber das, was man schon mal zum Ausprobieren kriegen kann unter movietools.info, das finde ich ganz cool. Ich werde noch die Links drunter hängen. Und hier auch in dem Video im Intro habe ich was von denen verwendet. Und ja, da kann man wieder mal ein bisschen Pep in seine Videos reinbringen. Oder wenn man einfach nur ein bisschen Spaß haben will und Spaß am Video basteln hat oder irgendein Projekt macht. Hier ist der Maya-Kalender, wo ich verwendet habe für das letzte Video. Habe ich es mal ausprobiert und es kommt echt cool. Da habe ich gedacht, es wäre doch mal eine Erwähnung wert, mal auf diese Softwarefirma hinzuweisen. Die Movie Tools. Hier, Weihnachten steht vor der Tür, ne? Da sind ein paar coole Loops zum Runterladen. Schaut euch das mal an und wie gesagt, wenn ihr mehr oder professionell braucht, die haben einen coolen Shop und ist meiner Meinung nach nicht immer so teuer für die Videoqualität, die sie da abliefern. Also, kurze Rede, langer Sinn. Oder andersrum, wird glaube ich ein Schild raus. Mein Videotipp für heute, movietools.info, zieht euch das mal rein, ist cool. Also, habt noch viel Spaß beim Videobasteln. Wir sehen uns wieder bei YouTube. Ciao, euer Hillbilly.